vám požehnaný pěkný večer. Také za dieses schöne Stück. Moc děkujeme za ten pěkný kousek. Ja, das muss man erstmal können. Takovou věc musí člověk umět. Ich kann's nicht. Ja, to neumím. Herzlich willkommen zu dem Thema Gottes Liebe richtig verstehen. Vítám vás u tématu rozumět Boží lásce. Du, falls es ihr nicht wisst, ich lese es mal vor. In 1. Johannes 4, Vers 8 stehen diese wichtigen Worte. Pokud to nevíte, přečtu vám to z listu Janova, kapitola. 1. Johannes 4, Vers 8. Gott ist Liebe. 1. Janova, 4. kapitola, 8. verš. Bůh je láska. Ja, jetzt ist das so, dass die meisten Menschen damit ein echtes Problem haben. Je to tak, že většina lidí s tím má opravdový problém. A die Frage ist, wie soll man das verstehen? Protože otázka se nabízí, jak tomu rozumět. Wo ich jung war, habe ich das auch nicht kapiert. Když jsem byl mladý, nerozuměl jsem tomu. Ich wollte Gottes Liebe fühlen. Chtěl jsem Boží lásku cítit. Irgendwie denken wir immer, dass Liebe zuerst Gefühle sind. Jak si na prvním místě si myslíme, že lásku musíme cítit, pocit. Und ich dachte, dass Gott irgendwie in so einem rosa Gefühlshimmel sitzt. Du denkst. Ja. Já jsem si myslel, že Pán Bůh sedí nahoře v nějakém růžovém nebi. Und dass blind ist für unsere Realität. A je slepý pro naši realitu. Weil ich habe immer gehört als Teenager, Liebe macht blind. Když jsem byl mladý, tak se říkalo, že láska oslepuje. Ich dachte, Gott sitzt in so einer blinden Binde im Himmel. A já jsem si myslela, že Pán Bůh v nebi sedí se slepickou páskou. Blind für die Not dieser Welt. A je slepý vůči nouzím tohohle světa. Ja, wie soll man denn Gottes Liebe verstehen? Jak máme rozumět Boží lásce? Schau, zuerst müssen wir verstehen, dass Gottes Liebe viel tiefer ist als Gefühle. A v prvé řadě bychom si měli uvědomit, že Boží láska je něco víc, než jenom uvědomovat si pocity. Wir malen ja Liebe immer als ein Herz. Lásku znázorňujeme vždycky symbolem srdce. Aber ich möchte mal ein dickes Plus da reinmalen. A rád bych tam namaloval plus, to je plus. Und ein M. A ještě k tomu M. Ich möchte euch erklären, was das bedeutet. Hned vám vysvětlím, proč. Schaut, erschreckt nicht, wenn ich euch sage, was das Zentrum von Gottes Liebe ist. Nelekněte se, když vám řeknu, co je centrem Boží lásky. Weil ich möchte es euch erklären. Rád bych vám to totiž vysvětlil. Das Zentrum von Gottes Liebe sind nicht Gefühle. Centrem Boží lásky nejsou pocity. Sondern Gottes Moral. Ale Boží morálka. Aber was ist Moral? Co to je morálka? Wir verstehen heute Moral oft negativ. Dneska ji často rozumíme negativně. Der Moralapostel. Morální apoštol. Oder wenn einer so gesetzlich ist. Nebo když je všechno tak zákonické. Aber wir müssen mal begreifen, was Moral ist. Musíme se ale uvědomit, co vlastně morálka je. Deswegen habe ich da ein Plus hingemacht. Proto jsem tady domaloval plus. Moral ist etwas Positives. Morálka je něco pozitivního. Es ist in Gott eine positive Verpflichtung zum Guten und Richtigen. Je to jakási povinnost, která je součástí Boží podstaty pro vykonávání dobra a dobrých věcí. Merkt ihr diese Definition? Všimněte si této definice. Moral ist in Gott eine positive Verpflichtung zum Guten und Richtigen. Morálka je Bohu pozitivní, kladná povinnost vůči dobrému. Nur deshalb ist Gott gut. Jenom proto je Bůh dobrý. Nur deshalb ist Gott gerecht. Jenom proto je spravedlivý. Stellt euch einmal vor, Gottes Liebe hätte keine Moral. Představte si, že by Boží láska morálku neměla. Also stell dir vor, Gott würde sich nicht zum Guten und Richtigen verpflichtet wissen.
Představte si, že by se necítil Bůh povinován právě tím prokazováním dobra. Wie könnte Gott dann gut sein? Jak by pak Pán Bůh mohl být dobrý? Wenn ab und zu das Böse tut. Když by občas udělal i něco zlé. Wie könnte Gott gerecht sein? Jak by mohl být Bůh spravedlivý? Wenn ab und zu ungerecht ist. Kdyby byl čas od času nespravedlivý. Wir verstehen ja, dass wenn wir Gottes Moral aus Gottes Liebe nehmen, dann bleibt gar nichts. My si uvědomujeme, že když Boží lásku zbavíme morálky, pak nám nezůstane nic. Und das ist die Liebe des Teufels. A to je láska diablova. Die Welt spricht auch von Liebe. I svět hovoří o lásce. Aber nicht von Moral. Ale ne o morálce. Und was bleibt davon? A co nám z toho potom zůstane? Nicht viel. Ne mnoho. Schaut, es ist wichtig, dass wir diese Definition verstehen. Je důležité rozumět této definici. Gott hat in sich eine positive Verpflichtung zum Guten und zum Richtigen. Pán Bůh má v sobě pozitivní nutkání, povinnost vykonávat dobro. A zdraví. Es gibt auch negative Verpflichtungen. Also také negativní povinnosti. Für mich war das eine negative Pflicht, in die Schule zu gehen. Negativní povinnosti pro mě bylo chodit do školy. Sorry. Pardon, jsem učitel. Ja. Es gibt auch negative Pflichten. Jsou také negativní povinnosti. Aber Moral ist in Gott eine positive Pflicht. Ale morálka je pro Pána Boha pozitivní. Es gibt auch positive Pflichten. Jsou i pozitivní povinnosti. Es ist zum Beispiel meine Pflicht, mit meinen Hunden zu laufen. A já mám například za povinnost jít se proběhnout se svými psy. Aber ich liebe es. Aber ich liebe es, mit den Hunden zu laufen. A miluju to, běhat se svými psy. Bei 30 Grad minus in Schweden. Ve Švédsku při teplotě minus 30. Versuch mich aufzuhalten. Se pokouším se udržet. Das wirst du nicht schaffen. Nevím, jestli jste to zvládli. Wir lieben es. My to milujeme. Aber es ist eine Pflicht, es zu tun. Ale je to taky zároveň povinnost to udělat. Wenn ich mit meinen Hunden nicht laufe, dann scheißen sie ins Haus. Dann scheißen sie in das Haus. Když nevyběhnu se svými psy, tak mi podělají hudu. Aber das ist ja nicht der Grund, weshalb ich laufe. To ale není důvod, proč s nimi vyběhnu. Aber ich liebe es. A miluju to. Schaut, das, was wir aus Überzeugung tun, to, co děláme z přesvědčení, das tun wir aus Liebe. To děláme z lásky. Ich liebe es, Motorrad zu fahren. Miluju jezdit na motorce. Ich liebe es, wandern zu gehen. Miluju chodit po horách. Ich liebe es, Holz zu hacken. Miluju sekat dřevo. Ja. Es gibt Dinge, die wir lieben. Jsou věci, které milujeme. Das sind keine negativen Pflichten für uns. A nejsou to pro nás negativní povinnosti. Diese Verpflichtung in Gott ist eine positive Verpflichtung. A tato povinnost Pánu Bohu je pozitivní povinnost. Und das, diese Moral in Gott, das ist nicht etwas, was Gott erfunden hat. A morálka v Pánu Bohu není něco, co by Pán Bohu vymyslel. Sondern Gott ist aus der Ewigkeit her. Pán Bůh pochází od věčnosti. Diese Moral war schon immer in ihm. A morálka v něm byla vždycky. Ist nicht wegzudenken. Není odmyslitelná. Schaut, das ist wichtig, dass wir das begreifen. Je důležité, abychom tomu porozuměli. Moral ist in Gott eine positive Verpflichtung zum Guten und zum Richtigen. Morálka k dobrému je pozitivní povinností Pánu Bohu dělat dobré věci. Nur deswegen verstehen wir auch solche Sätze, wie Jesus sie sagte. Jen pak rozumíme takovým výpovědím, které mýval Ježíš. Zum Beispiel Johannes 14. Například v Janově evangeliu ve 14. kapitole. Vers 15. A tam verš 15. Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Jestliže mě milujete, budete dodržovat má přikázání.
Oder Johannes 15, Vers 10. A nebo 10. verš 15. kapitoly Evangelia Jana. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Zachováváte mé přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Viele haben ja ein Problem. Mnozí mají problém. Sie kriegen Liebe und die Gebote nicht zusammen. Nesedí jim dávat dohromady lásku a zákon. Liebe empfinden wir als etwas Positives. Lásku vnímáme jako něco velmi pozitivního. Die Gebote empfinden wir als etwas Negatives. A přikázání vnímáme negativně. Aber das ist verkehrt. Je to ale škoda, špatně. Wir müssen begreifen, dass diese Gebote Gottes aus Gottes Liebe kommen. Musíme pochopit, že zákon, Boží zákon, vychází z Boží lásky. So wie eine liebende Mutter, die das Kind warnt und sagt, tu das nicht. Tak jako milující matka varuje své dítě, tohle nedělej. Tu das. Raději udělej tohle. Das Kind denkt, die Mutter, die will mir meine Freiheit rauben. Dítě si myslí, maminka chce vzít moji svobodu. Die Mutter, die gönnt mir keinen Spaß. Maminka mi nedovolí žádnou legraci. Ja, aber oft weiß es die Mama doch besser. Někdy to ale ta máma ví opravdu líp. Und will mir nur Leiden ersparen. A chce mi jenom ušetřit trápení. Schaut, wie beginnen die 10 Gebote? Víte, jak začíná 10 Božích přikázání? Gott sagt da nicht, jetzt gebe ich euch 10 Regeln. Bůh neřekne, teď vám dám 10 pravidel. Sondern sie beginnen mit diesen wunderschönen Worten. Začínají nádhernými slovy. Ich bin der Herr, dein Gott. Já jsem Bůh. Já jsem Pán, tvůj Bůh. Gott stellt sich hier vor. Bůh se zde představuje. Gott präsentiert sich. Představuje se. Es geht um Gott selber. Jde o něj samotného. Und nicht um 10 Regeln. A ne o 10 pravidel. Es geht um Gott. Jde o Boha. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Chtěl bych vám dát příklad. Stellt euch vor, hier wäre eine Pappwand, ein Karton. Představte si, že by kolem mě byl karton. Und ihr könntet mich nicht sehen. A nemohli byste mě vidět. Aber ich würde 10 Löcher durch die Wand bohren. Udělal bych do něho ale 10 děr. Und streck meine Finger durch. A prostrčil bych těmi děrami své prsty. Was würde deine Logik dir sagen? Co by ti řekla tvoje logika? Ja, dahinter ist doch einer. Asi by si řekl, no za tím kartonem někdo je. Ist doch klar. To je jasné. Und genau so müssen wir die 10 Gebote verstehen. Takhle bychom měli rozumět ty 10 přikázání. Wir können Gott nicht sehen. Nemůžeme Boha vidět. Aber in den 10 Geboten streckt uns seine beiden Hände entgegen. Ale v 10 Božích přikázáních nám Bůh otevírá své dlaně. Er lädt das Volk ein, in Harmonie mit ihm zu leben. Zve lid k tomu, aby žil v harmonii s ním. Gott offenbart sich. Pán Bůh se zjevuje. Er stellt sich vor. Představuje se. Wie er ist. Jaký on je. Wir können die 10 Gebote nicht von Gott trennen. 10 Božích přikázání od Boha nemůžeme oddělit. Sie sind ein Ausdruck seines Herzens. Jsou vyjádřením jeho srdce. Wir sehen darin seine Moral. Vidíme v tom jeho morálku. Also sein Wille zum Guten. Jeho vůli k dobrému. Und wir sehen darin seinen Wunsch, mit uns in Harmonie zu leben. A vidíme v tom také jeho přání žít s námi v harmonii. Die meisten Menschen kapieren das nicht. Většina lidí tomu nerozumí. Die sagen, die Liebe Gottes ist gut. Většina říká, Boží láska je dobrá. Aber mit seinen Geboten wollen wir nichts zu tun haben. Ale nechceme mít nic společného s jeho přikázáním. Das ist sehr kurzsichtig gedacht. To je krátkozraké. Das ist wie wenn du sagst, da sind zwar Finger, aber dahinter ist keine Person. To je jako kdybys chtěl říct, že sice vidíš 10 prstů, ale nemůže za tím být žádná osoba. Wir denken auch oft völlig falsch. Často myslíme špatně. Wir denken oft, ah, das ist nur eine kleine Sünde. Často si říkáme, ale vždyť to je jenom malý hřích. Ah, wenn ich hier ein kleines Gebot breche, das ist nicht so wichtig. Jestli poruším tady tenhle malinký zákon, vždyť to není tak důležité. Stell dir mal vor, du würdest meinen kleinen Finger brechen. Představ
Und würdest sagen, ah, das ist nicht so schlimm, es ist ja nur der kleine Finger. Ja, ich sag dir, wenn du meinen kleinen Finger brichst, dann hast du ein Problem mit dem ganzen Cornelius. Wenn du meinen? Ja, wenn du meinen kleinen Finger brichst. Jestli mě zlomíš malíček, budeš mít problém s mým, se mnou samým, s celým Cornéliem. Du kannst da nicht den kleinen Finger brechen und sagen, das ist nur der kleine Finger. Nemůžeš mi zlomit malíček a říct mi, teď je to jenom malý prstík. To je ein Teil von mir. Je to část mě samého. Nur so verstehen wir die Bibel. Jenom tak porozumíme Bibli. Jesus sagt, wer das kleinste Gebot bricht, ist am ganzen Gesetz schuldig. Ježíš hovoří o tom, že ten, kdo porušuje nejmenší z přikázání, je vinný proti celému zákonu. Ich habe früher gedacht, das ist doch nicht richtig. Říkal jsem si, takhle to přece nemůže být správně. Wenn ich gelogen habe, schuldig sind, wenn wir eine Sünde tun. Pak si uvědomíme, že se provinujeme proti samému Bohu, když se dopouštíme jakýchkoliv hříchů. Gott nimmt Schuld persönlich. Pán Bůh vinu si bere osobně. Weil sich mit allem identifiziert. Protože se identifikuje se vším. Alles ist seins. Všechno mu patří. Schaut, wie ein Künstler sich in seinem Kunstwerk verwirklicht. Stejně jako se umělec ukazuje, vyjadřuje ve svém díle. So hat Gott sich mit dieser Schöpfung verwirklicht. Stejně tak se Pán Bůh ukazuje ve svém stvoření. Und nimmt alles persönlich. A bere si všechno osobně. Schaut, wenn eine Mutter ein Kinderwagen schiebt, když nějaká matka tlačí dětský kočárek, und du guckst in den Kinderwagen, a ty se do něj podíváš, und du sagst, a řekneš, aber was für ein hässliches Kind. To je ale strašně škaredé dítě. Ja. Dann nimmt die Mutter das persönlich. Maminka si to vezme osobně. Das ist ihr Kind. To je přece její dítě. So funktioniert Liebe. Tak funguje láska. Ich liebe meine Hunde. Já miluju své psy. Wenn du zu meinen Hunden sagst, die sehen aber schlecht aus. Když řekneš na adresu mých psů, ti ale vypadají zle. Dann vergesst die Hunde. Tak zapomeň na psy. Aber pass auf das Herrchen auf. Du. Ale pozor na pána. Ja. Liebe nimmt Dinge persönlich. Láska si věci bere osobně. Schaut, wenn wir zu einem Motorradclub gehen mit lauter Harley-Davidson, když přijdete do motorkářského klubu se samými Harley-kami, und alle sind individuell umgebaut, a každá z nich je individuálně přestavěna, und wir wissen nicht, wem gehört welches Motorrad, a my nevíme, komu patří která motorka, da habe ich einen Trick herauszufinden, wem welches Motorrad gehört. Mám trik na to, jak poznat, komu patří která motorka. Ich gebe dir einen Hammer. Dám ti kladivo. Du schlägst auf das Motorrad. Praštíš jim do motorky. Und dann wirst du es bald wissen. A už budeš vědět, komu patří. Du wirst es sogar spüren. Ty to dokonce ucítíš. Ja, das wird ein emotionales Erlebnis. Bude to emocionální zážitek. Der nimmt das persönlich. On si to vezme osobně. Ja. Du kannst doch nicht sagen, ich habe doch nur auf Blech geklopft. Nemůžeš říct, já jsem jenom pohlepal na plech. Mein Freund war Sanitätfahrer, also Krankenwagen. Můj kamarád byl sanitáře. Der hat mir erzählt, dass was erlebt hat. A říkal mi, že jednou něco zažil. Der wurde gerufen zu einem Motorradunfall. Byl povolán k nehodě motorkářské. Als sie dorthin kamen mit Blaulicht. A když tam přijeli s modrým světlem. Dann sahen sie, der Motorradfahrer lag im Feld. Našli toho motorkáře ležet v poli. Und hat geblutet. Krvácel. Und hat geschrien. A volal. Und überall lagen Motorradteile verstreut. A všude kolem něho ležely části motorky. Und als sie hinrannten. A když doběhli k němu. Hörten sie, was er schreit. Slyšeli ho, co říká. Mein Motorrad, mein Motorrad. Moje motorka, moje motorka. Ja. Liebe identifiziert sich mit dem, was wir lieben.
láska se stotožňuje s tím, co milujeme. Wenn wir eine Sünde tun, dann nimmt Gott es persönlich. Když řešíme, Pán Bůh si to bere osobně. Weil er Liebe ist. Protože je láska. Wenn ihm alles egal wäre, kdyby mu bylo všechno jedno, dann wär's ihm egal. Tak by mu to bylo jedno. Aber er ist Liebe. Ale on je láska. Deswegen sagt schon David richtigerweise, Gott, an dir alleine habe ich gesündigt. Už král David vyznal, Bože, zhřešil jsem proti tobě samému. Deswegen war es auch völlig klar, dass nur Gott Sünde vergeben kann. Proto bylo také jasné, že jenom Bůh může hřích odpustit. Das war ja das Unerhörte, dass da Jesus daherkommt und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Bylo neslýchané, když přicházel Ježíš a řekl někomu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Ja, was bildest du dir ein, wer du bist? Co si o sobě myslíš? Kým si myslíš, že jsi? Was machst du aus dir selber? Co ze sebe děláš? Das ist das, was sie gefragt haben. Na to se ho ptali. Aber sie mussten begreifen, dass Gott in seiner Liebe nicht nur Schuld persönlich nimmt, sondern dass er sogar bereit war, in seiner Liebe diese Schuld der Menschen auf sich zu nehmen. Deswegen war Jesus gekommen. Schaut, ein verliebter Mann erlebt etwas Besonderes. Podívejte se na muže, který se zamiluje. Prožívá něco zvláštního. Vielleicht geht's euch Frauen auch so. Možná, že vy ženské to prožíváte stejně. Wenn ein Mann eine Frau liebt, dann entdeckt er in ihr eine völlig neue Wertedimension. Když se muž zamiluje do nějaké ženy, objeví v ní jakousi novou dimenzi hodnot. Wenn du diesen Mann vor die Wahl stellst, když tomu muži dáš na výběr, du kannst wählen zwischen der Frau oder dem Rest der Welt. Můžeš si vybrat mezi tou ženou anebo zbytkem světa. Dann würde er sich für die Frau entscheiden. Rozhodne se pro tu ženu. Weil er ohne die Frau in der Welt nicht mehr glücklich werden würde. Protože bez té ženy, myslí si, v tom celém světě už nebudeš šťastný. Liebe entdeckt in dem Geliebten eine völlig neue Wertdimension. Láska nachází v té milované osobě novou dimenzi hodnot. Gott ist Liebe. Bůh je láska. Ich glaube nicht, dass einer von uns je kapiert hat, was es bedeutet, dass Gott uns liebt. Nejsem si jistý, kdo z nás tady skutečně rozumí tomu, co to znamená, že nás Bůh miluje. Wie sehr Gott uns liebt. A jak moc nás miluje. Wir haben Probleme, das zu erfassen. Nejsme schopni to pochopit. Wir wollen das irgendwie nicht zulassen. Máme problém si to připustit. Wir fühlen uns irgendwie nicht liebenswürdig. Cítíme se takové lásky často hodní. Wir können es nicht begreifen, dass Gott uns so sehr liebt. Nedokážeme si to přiznat, že nás Pán Bůh tak miluje. Ich glaube auch nicht, dass wir je begreifen werden, wie lieblos wir sind. Myslím, že nikdy taky dobře nerozumíme tomu, jak neláskyplní jsme. Wir sehen andere Menschen und gehen an ihnen vorüber, interessiert uns nicht. Dokážeme projít kolem druhých lidí a když bych se jich nezvlášť všimli. Unsere Liebe ist so schwach. Naše láska je tak slabá. Auch unsere Nächstenliebe ist so schwach. I naše láska k bližním je tak slabá. Aber Gott ist nicht schwach in seiner Liebe. Bůh ale není slabý ve své lásce. Schaut, wenn ein Mann hören würde, dass diese geliebte Frau in Not ist, kdyby se ten zamilovaný muž dozvěděl, že jeho milovaná se dostala do nějakých potíží,
dann würde er alles dafür tun, um ihr zu helfen. Udělal by všechno pro to, aby jí pomohl. Er würde bis ans Ende der Welt gehen. Und das wäre ein Privileg für ihn. Weil er wüsste, jetzt habe ich die Chance, dir zu beweisen, dass ich sie liebe. Schaut, und genau so ist Gottes Liebe auch. Gott sieht uns in Not. Er sieht uns in der Sünde. Und er war bereit, in seiner Liebe ans Ende der Welt zu gehen, um uns zu retten. Wo ist das Ende der Welt? Denn sie ist rund. Es ist Leiden, Sterben und Tod. Gott war bereit, bis in den Tod für uns zu gehen, um uns zu retten. Weil er uns liebt. Schaut, vielleicht kennt ihr dieses Beispiel mit dem Geldschein. Was machst du, wenn du auf der Straße einen Tausender-Geldschein siehst? Jeder von euch würde sich bücken und den aufheben, oder? Stell dir vor, den seht ihr auf der Straße rumliegen. Ihr würdet euch doch bücken und den aufheben. Und warum? Weil ihr wisst, was der Wert ist. Und wenn er im Dreck liegt. Stell dir vor, ihr würdet den sehen, am Boden. Ja. Verknittert. Am Boden liegt. Und zusammengetreten. So, und jetzt liegt er da im Dreck. Was würdest du machen? Würdest du sagen, oh, der ist dreckig. Der sieht nicht gut aus. Den lasse ich liegen. Nein, ihr würdet den aufheben. Weil ihr wüsstet, der hat doch seinen Wert nicht verloren. Und ihr liebt Geld. Ja. Ihr würdet euch bücken. Ja, und jetzt überleg einmal. Sollte nicht Gott das Gleiche tun? Sind wir nicht mehr wert als 1000 Kronen? Wir lagen im Dreck der Sünde. Gott liebt uns. Er kennt unseren Wert. Und er ist bereit, uns aufzuheben. Weil er uns liebt. Schaut, wie würde sich der Geldschein fühlen, wenn er ein Bewusstsein hätte? Stellt euch vor, der könnte sehen. Und verstehen. Und jetzt liegt er am Boden. Wie würde der sich fühlen? Schlecht, oder? Vielleicht würde er denken, ich bin nichts wert. Aber plötzlich komme ich. Und guck den an. Oh. Wow. Ja, wie würde der sich fühlen? Ja. Oh. Was? Wie würde es denn gehen? Wow. Oh. Wie würde der sich fühlen? Der würde doch wissen, ich bin geliebt. Ja. So kannst du hier gehen, wenn du aufs Kreuz siehst.
kann es dir gehen, wenn du ans Kreuz schaust? Am Kreuz beugt Gott sich in den Dreck der Sünde und des Todes, um uns herauszuretten. Na kříži se Pán Bůh sklání do hloubky bahna díchu, proto, aby nás z něho zvěnul. Und warum? Proč? Weil uns liebt. Protože nás miluje. Nicht uns fertig zu machen. Nicht uns kaputt zu machen. Ne proto, aby nás vyřídil. Sondern weil uns liebt. Ale protože nás miluje. Schau, Gott will, dass wir in Harmonie mit ihm leben. Pán Bůh si přeje, abychom s ním žili v harmonii. Aber es ist so wichtig, dass wir eben diesen Punkt begreifen. Je to ale tak důležité, abychom právě tenhle bod pochopili. Es ist die Sünde, die uns kaputt macht. Je to hřích, který nás ničí. Und so viele Menschen fühlen sich genauso. A mnoho lidí se opravdu takhle cítí. Von anderen zusammengefaltet. Zmačkaná druhými lidmi. Du bist nix, du kannst nix. Nichts neumíš, nichts nejsi. Die Psychiatrien sind voll von Menschen, die durch Worte kaputt gemacht sind. Psychiatrie jsou plné lidí, kteří byli zničeni slovy druhých. Oder zusammengetreten und geschlagen. A nebo stisknutí, zbytí. Sünde macht kaputt. Hřích ničí. Dass wir Menschen ignorieren. Dass wir Menschen ignorieren. Způsobuje, že druhé lidi ignorujeme. Dass wir sie fallen lassen. Dovolíme, aby spadli. Ja. Wenn sie nicht mehr wollen, wenn sie für mich nicht mehr nützlich sind, dann lässt man sie fallen. Když nechtějí, nebo když mi nic nepřinesou. Es ist Sünde, die unser Leben kaputt macht. Je to hřích, který es ist Sünde, die das Leben entwertet. Je to hřích, který zbavuje náš život hodnot. Aber Liebe gibt uns den Wert zurück. Láska nám ale tu hodnotu dává zpátky. Wer wirklich liebt, der behandelt Menschen anders. Kdo skutečně miluje, ten s lidmi zachází jinak. Der beurteilt auch Menschen anders. Ten sieht im Menschen den Wert. Was siehst du, wenn du einen Obdachlosen siehst? Was siehst du, wenn du einen Rentner siehst? Für die Gesellschaft, für das Business sind Rentner nicht mehr wichtig. Und was sollen wir mit einem obdachlosen, Drogenabhängigen? Co s bezdomovcem, ještě závislým na drogách? Liebe entdeckt den Wert. Láska objeví hodnotu. Jesus ging gerade zu diesen Menschen. Ježíš přišel právě k těmto lidem. Und wenn wir von Gottes Liebe erfüllt sind, dann wollen wir diese Menschen erreichen. A když jsme naplněni Boží láskou, pak se tak toužíme i tyhle lidi získat. Weil wir begreifen, wie sehr Gott sie liebt. Protože si uvědomíme, jak moc je Bůh miluje. Ohne Liebe wird Mission zur Show. Bez lásky by se misie stala show. Ohne Liebe wird eine Gemeinde zum toten Kulturverein. Bez lásky se křesťanský sbor stane kulturní spolkem. Das, was wir brauchen, das ist Gottes Liebe. To, co potřebujeme, je Boží láska. Die den Nächsten sieht und ihn liebt und ihm helfen will. Láska, která vidí toho druhého a chce mu pomoci. Schaut, viele Menschen gehen heute auf große Konferenzen. Mnozí lidé se dneska účastní velkých konferencí. Es ist populär geworden, Lobpreis Konferenzen zu haben. Je to populární pořádat je vlastné konference. Das ist kein Problem, dass wir Gottes Loblieder singen. Není žádný problém také zpívat Hospodinu písně chvály. Aber es ist ein Problem, wenn wir Gottes Liebe nur spüren wollen.
Das ist ein Problem, wenn wir Gottes Liebe nur spüren wollen. Máme ale problém, když chceme Boží lásku jenom cítit. Aber wir wollen nicht in die Realität von Gottes Liebe. Nechceme ale vstoupit do reality Boží lásky. Und das ist kein neues Phänomen. A to není nic nového. Schaut in Hesekiel 33, Vers 32. Podívejte se se mnou do knihy proroka Ezechiela. Oder schon ab 31. Hesekiel Kapitel 33, Strich 3 und dann Vers 31 und 32. A ve 33. kapitole, verš 31 a 32. Nicht treu? Okay. 31, 32. Gut. Ja, 31 und 32. Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslouchli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi pro ně víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně zpívat a pěkně hrát. Vyslechnou si tvá slova, ale nejednají podle nich. Schaut, die Menschen kamen zusammen, um Gott Liebeslieder zu singen. Lidé se sešli proto, aby Bohu zpívali milostné písně. Aber sie wollten nicht Gottes Willen tun. Nechtěli ale konat děla Boží vůli. Und das mag Gott gar nicht. To kann Bůh nemusí. Es gibt auch heute diese modernen Kreise, wo man sich in Ekstase singt. Dneska se můžete dostat do nějakých moderních kruhů, kde lidé usilují o extázi. Aber von Gottes Moral will man nichts wissen. O Boží morálku se ale nezajímají. Von Gottes Gesetz will man nichts hören. Nechtějí slyšet nic o Božím zákoně. Aber Gottes Liebe ohne Gottes Moral ist nichts. Boží láska bez morálky ovšem není nic. Und seine Gesetze kommen aus Gottes Liebe. Jeho zákony pocházejí z jeho lásky. Hier gibt es ein Riesenproblem. Máme tu obrovský problém. Ein Freund von mir war in der größten Gemeinde Norwegens. Jeden můj kamarád byl v největším sboru, křesťanském sboru v Norsku. Da ist die Rede von Gottes Liebe. Kde je plno slov o Boží lásce. Die Freiheit, die wir Christus haben. A o svobodě, kterou máme v Kristu. Mein Freund ging nach dem Gottesdienst zum Pastor. Po té bohoslužbě přišel můj přítel za kazatelem. Und hat gesagt, du, wie ist denn das mit Gottes Geboten? A ptal se ho, ty, no a jak je to s Božím zákonem? Er sagte, die gelten nicht mehr. A on ho ujistil, no ty už neplatí. Jetzt ist nur noch Liebe. Teď už je jenom láska. Und um ihm das zu beweisen, sagte er, wenn du willst, kannst du mit mir ins Bordell gehen. A abych ti to dokázal, můžeme jít společně. Das ist die größte Gemeinde Norwegens. To je ten největší sbor. Jesus sagte, die Liebe wird in vielen erkalten. Ježíš předpověděl, že láska mnohých nechladne. Was meint er damit? Co tím asi myslí? Dass die Emotionen nachlassen? Že opadnou emoce? Oder meint er was anderes? A nebo tím myslel něco jiného? Wir haben heute in Europa und in der ganzen Welt einen gigantischen Abfall von Gottes Wahrheit. My v současné době v celé Evropě zažíváme gigantický odchod od Božích hodnot. Es sind Millionen Menschen in der christlichen Szene verführt. Miliony lidí na křesťanské scéně je svedeno. In einer Gemeinde war ein Pastor in Norwegen. V Norsku v jednom sboru byl nějaký kazatel. Und um zu zeigen, welche Freiheit wir in Christus haben, hat er demonstrativ die Gesetzestafeln von Moses in den Mülleimer geschmissen. Aby demonstrativně předvedl, co to znamená, že Boží zákon dnes už neplatí, hodil zákony
desky toho zákona před publikem do odpadkového koše. Und alle Zuhörer haben gejohlt und geklatscht. A všichni posluchači hlahulili, těšili se z toho. Halleluja. Volali, halleluja. Und sie merken gar nicht, dass sie Gott in den Mülleimer schmeißen. A vůbec neví, že do odpadkového koše hází Boha samotného. Denn Gott offenbart sich in seinem Gebot. Protože Bůh se zjevuje ve svém zákonu. Es ist eine totale Blindheit. Je to neuvěřitelná slepota. Man sollte mal den Römerbrief lesen. Da sagt Paulus, jemand, der die Liebe lebt, ja, wenn man die Liebe lebt, dann bricht man wohl nicht die Ehe. Dann stiehlt man wohl nicht. Das heißt, wer diese Liebe Christi lebt, der erfüllt die Gebote. Kdo žije Kristovu lásku, ten dodržuje přikázání. Er tut mehr als die Gebote, aber nie weniger. Dělá možná víc, než přikázání chtějí, ale ne méně. So erfüllt man das Gesetz. Tak naplňujeme zákon. Schaut, Jesus sagte, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz abzuschaffen. Ježíš přece řekl, když přišel, že nepřišel proto, aby zrušil zákon. Sondern das Gesetz zu erfüllen. Ale proto, aby zákon naplnil. Schau, es ist nicht genug, dass du nicht stiehlst. Nestačí, že nekradeš. Sondern du sollst, geben. Měl bys dávat. Wenn wir in dieser Liebe leben, dann tun wir mehr als nicht stehlen. Když žijeme v Boží lásce, děláme víc než jenom to, že nekrademe. Sondern wir lernen zu geben. Učíme se dávat. Unsere Aufmerksamkeit. Dávat svou pozornost. Unser Interesse. Svůj zájem. Unsere Zeit. Svůj čas. Unsere Hilfe. Svůj pomoc. Ja. Wir lernen zu geben. Učíme se dávat. Weil wir Liebe haben. Protože máme lásku. Wer in der Liebe lebt, der tut nicht nur nicht lügen. Ten, kdo žije v lásce, ten nejenom nelže. Er tut mehr. On dělá víc. Er sagt die Wahrheit. Říká pravdu. Das heißt, wir sollen das Gesetz erfüllen mit Liebe. My máme Boží zákon naplňovat láskou. Und diese Liebe, die muss bei Menschen ankommen. Es ist so wichtig, dieses Thema. Weil wir tatsächlich heute in einer Zeit leben, wo die Leute damit ein gewaltiges Problem haben. Ich war in den letzten 20 Jahren in ganz Europa auf x riesengroßen Konferenzen. A v posledních 20 letech jsem po celé Evropě navštívil celou řadu obrovských konferencí. Ich habe Liebeslieder gehört. Slyšel jsem písně o lásce. Bis in Trans. Až do transu. Aber ich habe nicht ein einziges Mal eine Predigt gehört. Zum Beispiel so wie heute. Ale ani jednou jsem neslyšel kázání podobné tomu, o čem dnes hovoříme tady. Sei nur Liebe, Liebe. Láska, láska. Aber keine Definition. A žádná definice k tomu. Kein Reden um Sünde. A žádná řeč o hříchu. Oder Moral. O morál. Oder Gesetz. O zákon. Ich war Redner auf einigen großen Konferenzen. Byl jsem mluvčím na některých velkých konferencích. Ich erinnere mich an eine. A na jednu si dobře vzpomínám. Waren tausende Menschen. Bylo jich tam tisíce těch posluchačů. Hochqualitative Lobpreismusik. Na vysoké úrovni chvály. Wahnsinnsstimmung. Úžasná atmosféra. Und dann bin ich nach vorne gegangen. A já jsem přišel dopředu. Dann gesagt, Leute, lasst uns einmal über das Gesetz Gottes reden. A řekl jsem, lidi, pojďme si popovídat o Božím zákonu. Fups, die Stimmung war kaputt. A nálada byla pryč. Völlige Ernüchterung. Prozření. Die haben mich alle angestarrt.
zírali na mě. Manche waren sauer auf mich. A někteří byli pořádně nahněvaní. Typisch Cornelius. Typický Cornelius. Der muss wieder die ganze Stimmung kaputt machen. Ten zkazí každou dobrou náladu. Kann es sein, dass die Leute das Wesentliche nicht verstanden haben? Může být, že lidé nepochopili to podstatné. Wenn wir begreifen würden, was Gottes Liebe bedeutet, kdybychom pochopili, co to znamená Boží láska, dann würden wir in den Gottesdiensten jubeln. Pak bychom se radovali při bohoslužbách. Über Gottes Moral. Radovali z Boží morálky. Über sagen Gott, danke für deine Moral. A jásali bychom nad Boží morálkou. Danke für dein Gesetz. Díky Bože za tvoji morálku, za tvoji Halleluja! Halleluja! So wär's. Tak by to bylo. Weil was bleibt von Gott, wenn wir seine Moral wegnehmen? Co zůstane z Boha, když mu odejmeme morálku? Dann wird Gott ein Teufel. Stane se ďáblem. Wenn Gott sich nicht mehr dem Guten und Richtigen verpflichtet weiß, jestli už se nebude cítit povinován vůči tomu dobrému, dann wird zum Teufel. Stane se ďáblem. Schaut, in vielen Kreisen wird heute betont der Heilige Geist. Na, kruzích se dneska zdůrazňuje úloha Ducha Svatého. Das Leben im Geist. Život v duchu. Geistliche Erfahrungen. Duchovní zkušenosti. Aber was ist denn das Zentrum von allem? Ale co je toho všeho centrem? Wir müssen doch in die Bibel schauen. Je potřeba se podívat do Bible. Was hat Gott verheißen durch die Propheten? Co Bůh slíbil prostřednictvím proroků? Was würde passieren, wenn Gott an Pfingsten den Heiligen Geist ausgießt? Co se mělo stát, když Bůh měl o letnicích vylít svého ducha? Schaut in Hesekiel 36. Pojďte zpátky do Ezechiele 36. 36, Vers 27. A tam verš 27. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Vložím vám do nitra svého ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle mě. Keine Umbehüfe. Keine Umhüpfen. Žádné poskakování. Keine Trance-Veranstaltung. Žádné programy, které uvádí do transu. Sondern Gott sagt, wenn ich meinen Geist ausgegossen habe, dann werden diese Menschen in meinen Geboten wandeln. Ale Bůh hovoří o tom, že když vylije svého ducha, pak lidé budou dodržovat jeho zákony. Das ist das, was wir heute brauchen. To je to, co dneska potřebujeme. Wir brauchen Menschen in den Gemeinden, die Gottes Moral leben. Potřebujeme v církvích lidi, kteří žijí Boží morálkou. Dann würde es in unseren Gemeinden anders aussehen. Pak to v našich církvích ve sborech bude vypadat jinak. Wir haben so viele Menschen, die schöne Kleider haben beim Gottesdienst. Aber die innerlich dreckig sind. Und die nicht in Harmonie mit Gott leben. Und die sich nicht interessieren für Gottes Moral. Es gibt so viele Geschichten, die ich euch erzählen könnte, die ich auch selber erlebt habe. Mohl bych vám vyprávět tolik příběhů, které znám, které jsem slyšel a které jsem taky sám zažil. Eine echte Erweckung. Wohin führt die? Ještě hlasitější volání. Dass wir noch mehr in Trance tanzen. Že se budeme dostávat ještě do většího tranzu. Oder dass wir Gottes heilige Moral im Alltag ausleben. A nebo dokážeme použít Boží morálku v všedním životě. Ich glaube, es würden uns viele Menschen ernster nehmen, wenn wir das leben würden, was in der Bibel steht. Myslím, že by nás mnozí lidé brali mnohem víc vážně, kdybychom opravdu žili tím a podle toho, co se píše v Biblii. Schaut, ich möchte einen letzten Punkt ansprechen. Rád bych otevřel poslední bod.
Wenn ich Gemeinden besuche, dann fragen mich oft Geschwister: Cornelius, was für eine Strategie sollen wir anwenden, um Menschen zu erreichen? Když jsem zván do církví, do sboru, lidé se mě ptají: Cornelie, jakým způsobem máme přistupovat k lidem, abychom je získali? Hilft alles nichts. Nic nemůže. Tak, hilft keine Strategie. Nepomohou strategie. Da hilft nur Liebe. Pomůže jedině láska. Schaut, ich sehe einen Haufen Menschen, die einen Partner gefunden haben. Vidím hromadu lidí, kteří si našli partnera. Bei manchen denke ich wirklich, wie haben die das geschafft? U některých si říkám, jejde, jak tenhle to zvládl. Aber sie haben es geschafft. Ale zvládli to. Ich meine, wenn ein Mensch verliebt ist, když je člověk zamilovaný, dann findet er einen Weg, seine Liebe irgendwie mitzuteilen. Tak znovu a znovu najde způsoby, jak svoji lásku sdílet. Auf ganz persönliche Art und Weise. A to zcela osobním způsobem. Ein Extrovertierter, der würde vielleicht ein Flugzeug mieten mit einem großen Banderol, wo drauf steht: Ich liebe dich! Jaký extrovert možná objedná vrtulník s velkým transparentem: Miluji tě. Daran habe ich auch gedacht. Na, das ist auch nicht. Aber das Flugzeug ist zu teuer. Ein jemand anders ist vielleicht etwas mehr feinfühliger und schreibt ein Gedicht. Jeder findet eine persönliche Art, seine Liebe mitzuteilen. So dass der andere merkt: Mensch, der liebt mich. Das brauchen wir. Ganz einfach diese echte, ungezwungene Liebe. Wenn wir das nicht haben, bringt alles nichts. Wenn wir Bibelkurse machen ohne Liebe, a dělat kurzy studia Bible bez lásky, dann wird das futztrockene Theologie. Bude to suchá teologie. Bringt nichts. Nepřinese nic. Wenn wir Gottesdienste haben mit der besten Qualität, aber ohne Liebe, když máme bohoslužby nejlepší kvality, ale bez lásky, dann werden wir unsere Jugendlichen verlieren. Mládež se nám začne vytrácet. Wir brauchen Liebe. Potřebujeme lásku. Und da gibt es so eine Möglichkeit. Tady máme jedinou možnost. Gott muss in unserem Leben größer werden. Pán Bůh musí v našem životě vyrůst. Denn er ist Liebe. Protože on je láska. Und Paulus sagt im Römerbrief: Apoštol Pavel Římanům říká: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Boží láska byla vylita do našich srdcí prostřednictvím Ducha svatého. Römer 5, Vers 5. Římanům 5, 5. Wir müssen in Harmonie mit Gott kommen. Und speziell da ist es wichtig, dass wir Jesus am Kreuz tiefer und tiefer erkennen. Macht das doch zu eurem Gebet. Herr, hilf mir, deine Liebe tiefer zu verstehen. Pane, pomoz mi lépe rozumět tvé lásce. Erfüll mich mit deiner Liebe. Naplň mě svojí láskou. So dass ich in dieser Liebe leben kann. Tak, abych tou láskou dokázal žít. Dass andere Menschen merken, dass du in mir lebst. Tak, aby druhý člověk mohl vidět, že ty ve mně žiješ. Jesus sagte ja: Der Vater und ich, wir wollen Wohnung in euch nehmen. Ježíš řekl: Otec a já si ve vás chceme udělat příbytek. Diese Liebe Gottes muss in uns Realität werden. Boží přítomnost se pro nás musí stát realitou. Aber mir ist wirklich dieser Punkt sehr wichtig. Tento bod je pro mě opravdu důležitý. Das hat nicht etwas mit Gefühlsduselei zu tun.
nemá to tolik společného s citami. Wir haben zum Beispiel in Norwegen und Schweden ganz schlimme Zustände in Gemeinden. Norsku a ve Švédsku jsou docela hrozné poměry v církvi. Weil Menschen nicht fähig sind, Konflikte anzupacken. Lidé nejsou schopni poradit se s konflikty. Sie haben kein Rückgrat. Ja, Rückgrat ist. Sie haben kein Rückgrat, also sie sind. Nemají žádné, žádnou zpátečku. Ja. Wenn wir Liebe haben, dann sind wir auch bereit, Probleme anzupacken. Jestliže žije lásku, pak jsme schopni poradit se s konflikty. Dann sind wir bereit, Menschen zu helfen. Pak jsme připraveni lidem pomáhat. Wir brauchen wieder Menschen in den Gemeinden, die aufstehen für Gott. Und sagen, wir akzeptieren dieses Unrecht nicht. Ich habe in Schweden immer wieder gesagt, die Erweckung, die fängt unter dem Teppich an. Vždycky jsem Švédsko mluvil o tom, že probuzení začíná pod kobercem. Wir haben so viele Sachen unter den Teppich gekehrt. Viele Menschen, denen wir hätten helfen sollen, denen haben wir nicht geholfen. Ich höre das auch in Gemeinden immer wieder. Dass man mit dem Verwandten hält, obwohl er schuldig ist. Dass man auf der Seite von dem Verwandten ist, obwohl er der Schuldige ist. Postavím se na stranu svého příbuzného, přestože je vinný. Wir müssen lernen, aufrichtige Menschen zu werden. A potřebujeme být upřímnější. Und das kann nur Gottes Liebe aus uns machen. A to z nás může udělat jenom Boží láska. Ich hoffe, dass ihr Gottes Liebe etwas besser versteht. Snad jste porozuměli trochu víc Boží lásce. Ich bin sehr froh dafür, dass Gottes Liebe im Zentrum auf Moral besteht. Radím se z toho, že centrem Boží lásky je morálka. Sonst wäre er nicht ans Kreuz gegangen. Jinak by nešel na kříž. In der Bibel steht, dass am Kreuz die Liebe Gottes offenbar ist. V Bibli stojí, že právě na kříži byla zjevena Boží láska. Aber wie hat sich Jesus gefühlt? Jak se tenkrát Ježíš asi cítil? Hatte Jesus am Kreuz rosarote Gefühle? Měl růžové pocity na kříži? Nein, er hatte Schmerzen. Cítil bolest. Aber Gottes Liebe ist am Kreuz offenbar. Ale na kříži se zjevila Boží láska. Nicht schöne Gefühle. Nejenom pěkné pocity. Sondern Jesus war bereit, das Notwendige zu tun. Ježíš byl ochotný udělat to, co bylo třeba udělat. Um uns zu retten. Aby nás zachránil. Sich zu opfern, damit wir leben. Obětovat se proto, abychom my mohli žít. Warte nicht auf schöne Gefühle. Nečekej na pěkné pocity. Sondern fang an, in Harmonie mit Gottes Willen zu leben. Ale začni vyhledávat harmonii s Boží vůlí. Liebe ist viel mehr als schöne Gefühle. Láska to je víc než pěkné pocity. Aber wisst ihr was? Víte co? Es fühlt sich richtig gut an, das Gute zu tun. Es fühlt sich gut an, das Gute zu tun. Když budete dělat dobře, oni ty dobré pocity přijdou. Es fühlt sich richtig gut an, zu wissen, ich tue hier das, was recht ist. Opravdu se člověk cítí dobře, když ví, že dělá to, co je správné. Wenn wir auf dem Marktplatz stehen und predigen. Když pracujeme na městě a kážeme. Wie fühlen wir uns dann? Jak se tam cítíme? Gestern hat es geregnet. Včera pršel. Wind. Vítr. Da knallt die Sonne wieder. Pak se zpražilo slunko. Ja. Wie fühlt man sich? Jak se člověk cítí? Leute, aber man weiß, wir tun hier das Beste, was man tun kann.
Člověk ale ví, že dělá to nejlepší, co může. Liebe ist viel, viel mehr als schöne Gefühlchen. Láska to je víc než pěkné pocity. Ich hoffe, dass wir in Harmonie mit Gott kommen. Já doufám, že se dostaneme do harmonie s Bohem. Und dass wir lernen, Gottes Liebe zu tun. A že se naučíme konat jeho vůli. Weil wir Gott lieben. Protože Boha milujeme. Amen. Morgen haben wir das Thema, wie kann Gott gerecht sein? Zítra budeme hovořit o tom, jak může být Bůh spravedlivý. Warum lässt er keinen Blitz auf Hitler, Stalin und alle Terroristen? Proč neposlal blesk na Hitlera, Stalina a jiné teroristy? Das Thema morgen macht mir richtig Spaß. A to zítřejší téma mám opravdu rád. So, herzliche Einladung. A srdečně vás zvu. Haben wir noch ein Lied? Máme píseň? Máš rád.
informace. Es gibt Bücher draußen. Wegen so Knihe. Die sind gratis. Ach so, zdarma. Und wer diese ganze Arbeit unterstützen will, kann gerne etwas für die Kasse tun. Kdyby tu práci chtěl někdo podpořit, může dát něco do kasičky. Aber die Bücher können wir nicht kaufen. Knihy se ale nekupují. Das geht gar nicht. Nejde to. Wenn du 1000 Euro geben würdest für so ein Buch. A kdyby jsi dal 1000 euro za tu knihu? Es ist mehr wert. Má to ještě větší cenu. Für 1000 Euro kriegst du ein Buch von mir nicht. Za 1000 euro ode mě knihu nedostaneš. Aber ich schenke es. Ale zdarma. Aber man kann 1000 Euro spenden. 1000 euro můžeš ale dát do kasičky. Wir sind morgen wieder auf dem Dynasty. Zítra budeme zase na náměstí. Seid herzlich eingeladen. Srdečně vás tam zvu. Petra wird dort wieder singen. Petra bude zase zpívat. Und wir werden Literatur anbieten. Budeme nabízet literaturu. Wir laden euch auch zu einem gratis Bibelkurs ein. Chci vás pozvat také na biblický kurz zdarma. Der Winter kommt bald. Brzy začne zima. Dann haben wir Zeit für. Dlouhé večery a možná víc času. Könnt ihr euch melden beim Pastor? Můžete se přihlásit u kazatele, spavla. Und wer Jesus sein Leben übergeben will, jestli je někdo, kdo by chtěl předat svůj život Ježíše, wenn jemand sagt, ich möchte umkehren zu Gott, když se někdo rozhodne obrátit se k Bohu, ich möchte ein neues Leben in der Kraft des Heiligen Geistes beginnen, a rozhodne se začít nový život v síle Ducha Svatého, können wir gerne zusammen beten. Pak jsem ochotný s takovým člověkem společně modlit. Ansonsten sagen danke für heute und wir sehen uns hoffentlich morgen. Jinak vám děkuji za dnešní pozornost a těším se vás vidět zítra. Danke, macht's gut, ja. Thank you.